Moin YouTube und herzlich willkommen zu unserem neuen Video. In diesem Video wollen wir euch zeigen, wie wir Softlack lackieren. In unserem letzten Video haben wir euch gezeigt, wie wir den Softlack von den Oberflächen entfernen. In den Kommentaren zu dem Video haben wir oft den Tipp bekommen, dass wir doch bitte Backofenspray einsetzen sollen. Natürlich wissen wir, dass Backofenspray super gegen Softlack wirkt, aber wir haben uns aus einem ganz bestimmten Grund dagegen entschieden. Der Hauptbestandteil von Backofenspray ist Natronlauge. Natronlauge ist stark alkalisch, wirkt wunderbar gegen Fettrückstände im Backofen und gegen Softlack auf Kunststoffoberflächen, aber Natronlauge bildet Rückstände. Diese Rückstände müssten wir sehr, sehr sorgfältig spülen, damit die Oberfläche nachher wieder chemisch neutral ist. Aus diesem Grund haben wir uns für das System Silikonentferner und Schleifvlies entschieden, zumal wir auf diesem Wege die Oberflächen auch gleich fachgerecht zum Lackieren vorbereiten. Für die Neulackierung der Interieurteile haben wir uns wieder für einen Softlack entschieden. Wir werden ein neues Produkt der Firma Miepa anwenden, einen wasserbasierten Zwei-Komponenten-Softlack, den wir in nahezu jedem Autofarbton einfärben können. Wir möchten diese Teile farblich weitestgehend wieder an den Originalfarbton anpassen. Deswegen haben wir aus unserem Farbkartensystem, dem MCS-System von Miepa, einen Farbton ausgewählt, mit dem wir dieses Material einfärben. Wir kleben jetzt erst noch mal ein bisschen ab, die Teile, die nicht lackiert werden sollen, die Unterteile der Seitengriffe. Und dann zeigen wir euch, wie wir den Softlack von Miepa anmischen. Der Softlack selbst kommt als farbloser Binder und wird von uns mit einem Mischlack aus dem Miepa Wasserbasissystem eingefärbt. Das Mischungsverhältnis von Binder zu Basislack ist 70 zu 30. Wir setzen jetzt also einen Mischbecher auf die Waage, tarieren. Ich bin heute mal sehr großzügig und setze mal 200 Gramm an. Also 70 zu 30 mal 2, wir haben 140 Gramm Binder. Und 60 Gramm Wasserbasislack. Das ist dieser hier. So, diese ganze Mischung wird jetzt gründlich verrührt. So, wir tarieren die Waage wieder. 10%, also 20 Gramm. Alle Mischungsverhältnisse für den Softlack nach Gewicht. So, wir verwenden dazu den Miepa WBC-Härter. Jetzt muss wieder gründlich gerührt werden. Es ist sehr wichtig, dass wir erst den Härter in den Lack einrühren und danach die Verdünnung zusetzen. Miepa empfiehlt, das unbedingt so zu machen und auf keinen Fall Härter und Verdünnung zusammen zuzufügen und dann umzurühren.
es nicht gut ist, wenn der Härter voll im Umfang mit der Verdünnung in Berührung kommt. So, und jetzt ist das Material auch spritzfertig. Okay, wir tun es in die Pistole und dann sehen wir uns gleich in der Kabine wieder. Da wir mit einem wasserbasierten Produkt arbeiten, haben wir uns diesmal für eine Lackierung mit einer Pistole entschieden und arbeiten, wie ihr bereits gesehen habt, auch in einer Lackiererei. Wir verwenden eine Iwata, die Ergunsa Impact Junior, die AZ4. Pistole ist ein wenig kleiner als eine normale Pistole und ein wenig größer als eine Mini-Jet. Wir finden diese Größe sehr angenehm, weil sie extrem gut in der Hand liegt. Die Düsenweite ist 1,2 mm, zum Lackieren wie gemacht. Und wir haben eine sehr wendige, kleine Spritzpistole, mit der wir diese kleinen Teile hier wunderbar bearbeiten können. So, wir füllen den angesetzten, unverhärteten Interieurlack, den Softlack, durch ein Lackiersieb in die Pistole.
So, wir sind wieder am Ende unseres Projekts. Wir haben unsere Interieurteile wieder ins Auto eingebaut und sind sehr positiv überrascht von dem Softlack von MIPA. Er lässt sich sehr gut verarbeiten, wie ein normaler Fahrzeuglack. Glanzgrad passt wunderbar zum originalen Softlack. Farbe frei wählbar, 80% der Autofarbtöne sind machbar in diesem Lack. Fühlt sich schön an, muss man echt sagen. So soll das sein. Und wir denken, wer das Interieur seines Fahrzeugs damit verschönern will, der ist damit echt gut aufgehoben. Es lässt sich gut verarbeiten. Natürlich, so Wasserlack muss man halt ein bisschen mit Trockenzeiten arbeiten. Aber im Prinzip ist das gut machbar. Mit einer Lackierpistole wunderbar. Wir hatten Spaß daran. Das war mal für uns auch neu. Kannten wir noch nicht. Finden es wirklich gut, das Material. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns ein Like da, drückt den Abo-Button, würden wir uns freuen. Und von uns heißt es wieder Good Luck und bis zum nächsten Mal.